Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Heute mal wieder in einem Aufnahmemarathon. Die nächste Challenge ist Suicide King. Ich dachte, die hätte ich schon längst geschafft. Gut, machen wir die halt nochmal. Hallo Lazarus. Gut, in dieser Challenge müssen wir Lazarus tatsächlich nicht am Anfang umbringen. Super schwierig hier einzuschätzen, wie... Ah, ich mach einfach eine Bombe. Bumm. So. Jetzt bringe ich mich halb selbst um wegen eines Seelenherzens. Auch gut. Ja, hier sollten wir Lazarus am Anfang nicht am Anfang umbringen. Weil ich glaube, jedes bisschen Leben ist wichtig und wir sind sowieso schon stark genug, dadurch, dass wir Ipeka kamen, wie das so schön genannt wird. So, die Summoner Book, damit wir noch mehr Bomben haben, noch mehr Explosionen. Und noch mehr Kacke. Ich muss mich gerade wieder dran gewöhnen, dass ich nicht wieder über jeden Felsen drüber stapfen kann. Eigentlich ist es gut, wenn man ganz genau trifft, dann explodiert es halt sofort. Aber kommt man erstmal in diesen Bouncing-Modus, dann wird es auf einmal kacke mit dem... ich glaube, dem schub der Wub lieber mit Blark. Für solche Räume. Joker, gehen wir mal hin. Auch wenn wir dadurch gleich sterben werden. Einfach mal gucken, was hier mit passiert. Achso, jetzt haben wir quasi den Ipekak Umgang. Okay, dann nehme ich den auch noch mit. So, wenn wir jetzt diese Challenge schaffen, dann ist es lustig. Dann haben wir nämlich die Challenge geschickt Umgang eigentlich durch. Devil Deal, aber es ist ja erlaubt eigentlich, ne? Jetzt haben wir nur die ganze Vorteile vom Ipecac. Ansonsten haben wir halt ein Mom's Knife. Erlaubt ist, was funktioniert, so ungefähr. Und was nicht unbedingt direkt glitschen ist. So. Dann machen wir diese Challenge mal schnell voran. Mal ein bisschen auf der Tube. Wir haben nämlich eigentlich alles, was wir zum Gewinnen brauchen, schon längst in der Hand. Nämlich ein Knife und jede Menge Damage. Dazu ein Pseudo-Brimstone, der mit unserem Damage skaliert. Ja, diese... Oh, wie heißt es? Schub der Wups skaliert mit dem Damage, den man hat. Ja, man ist ja gleich doppelt gut, dass wir den jetzt schon bekommen haben. Weil wir ja mit Ipecac einen unglaublichen Damage Boost kriegen. So, Shop einmal besuchen. Gute Pillen könnten wir gebrauchen, also... Noch 4 Münzen sparen. Machen wir kurz einen Boss. Ja, jetzt können wir es recht gute Pillen gebrauchen. Ein Dark Bomb, den nehme ich doch gerne mit. So. Dark Bomb, hast du ein bisschen was für dich? Holst dir? Ja, holst dir? Okay.
Dann könnte hier oben der Secret Room sein. Wir haben ja ein paar Bomben. Gut. Aber schlecht auch gleichzeitig, weil wir nicht genug zusammenbekommen für einen Einkauf, aber gut. Hier unten. Nein, hier kann nichts sein. Uns fehlt am Ende eine Münze, wenn wir alles freispringen und so. Okay, dann halt nächste Ebene Shop. Bisschen was auf Risiko machen. Telepel. Ich liebe den Sprecher. Okay, Vollgas, weiter geht's. Schön an diesen Räumen ist, die geben auch zwei Aufladungen für den Schubderwub, also laden ihn direkt wieder komplett auf. Schwarzes Herz. Bad Trip natürlich. Shop. Immer wieder besuchen. Schon wieder PhD. Na gut, dann nehme ich das jetzt mal mit, ne? Balls of Steel, perfekt. So. Ja. Das war irgendwie merkwürdig. Komm, sag mal, auf der anderen Seite hast du auch noch was. So. Und auf zum Boss. Zack. Nächste Runde Devil Deal. Achso, Krampus. Nein, das möchte ich tatsächlich dann nicht haben, weil Schubderwub wahrscheinlich jetzt schon stärker ist. Vor allem, weil es häufiger verfügbar ist. Krampus skaliert nämlich nicht mit unserem Damage. So. Okay. Hier hin. So, fast. So, okay. Gut, weiter geht's, hier lang. Hoppala. Gut, weiter. Immer schön schnell weiter.
Credit Card. Schön. Einmal kostenloser Shop. Ernsthaft, Cursed Eye. Wie habe ich das Gefühl, der Shop gibt uns heute immer nur das Gleiche, kann das sein? Aber ich möchte Pay-to-Play, glaube ich, haben. Pay-to-Play ist, glaube ich, mit so viel Damage nämlich nochmal besser. Wir haben ja... So viel Damage haben wir eigentlich gar nicht. Wie komme ich die ganze Zeit auf die Idee, dass wir viel Damage haben? Eigentlich durch Alpcap. Eigentlich kriegen wir durch Alpcap richtig viel Schaden. Keine Ahnung. Die Anzeige ist ja sowieso nie richtig. So, holen wir uns Pay-to-Play. Nee, Magic Fingers, so, ne? Auf jeden Fall dieses Dingsbums hier. Pay-to-Play, ja. Wenn wir jetzt nämlich noch ein paar Münzen dann angesammelt bekommen, können wir damit dann spätere, schwere Räume ganz schnell lösen. Obwohl, eigentlich ist Troop the Whoop besser. Ich habe auch eigentlich eine Credit Card, wieso habe ich die nicht benutzt? Wir gehen nochmal zurück in den Shop, benutzen die Credit Card, kaufen alles auf und dann korrigiere ich doch mit Troop the Whoop weiter. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. So. Box of Friends bringt mir nicht viel. Würde ich nur den einen Begleiter verdoppeln, den ich sowieso aktuell noch nicht so brauche. So. Also ich habe ja eigentlich in dieser Ebene ein bisschen Scheiße gebaut, aber es sollte unseren Sieg nicht verhindern. So, Box mit jeder Menge Stuff. Einer Balls of Steel Pille ist schön. Ja, können wir mal mitnehmen. Wenn wir dieses Challenge-Teil aufheben, dann kommen mehr, entstehen mehr Challenge-Rooms und ein paar mehr Bosse. Champion-Bosse. So. Nicht Bosse, sondern Champion-Gegner. So, ihr wisst, was ich meine. Habe ich letztes Mal herausgefunden. Hier unten könnte sehr wahrscheinlich ein gewisser Raum sein. Nö? Okay. So. Jo. Beeil dich. So, bam bam. Jede Menge Münzen wieder. Das heißt, ein Shopbesuch steht an, ziemlich bald. Wells habt ihr schön. So, hier lang. App.
So. Noch einen Weg übrig. Sind wir schon. Sind schon Nekropolis 1, ui. Irgendwie habe ich gar nicht so realisiert, wie schnell wir hier gerade durchrushen. Ich meine, wir sind bei 13 Minuten. Ja. Dumm. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger mit meinen Lebenspunkten umgehen. Noch ist es kein sicheres GG. Ich habe immer noch nur ein Mom's Knife. Ein Mom's Knife ist nicht so sicher wie so ein Brimstone. Nicht wie bei der letzten Challenge. Ich meine, ich habe auch einen Begleiter, der Fliegen produziert, aber das reicht auch noch nicht aus. Noch nicht ganz zumindest. Shop, 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 shop. Oh, dann nehm ich gerne mit. Zwei Schlüssel nehme ich auch immer gerne. Ein Schlüsselchen, so. Lemon Party. Die nehme ich doch gern mit zum Boss. Zack. So schnell geht ein Boss. Und ab in die nächste Ebene. Ich stelle mit Gamma hoch. Moment. Ach, mein Gamma steckt schon auf dem Maximum. Achso, nee, ist noch nicht mal. Ich habe mich wieder verwirren lassen durch das verspätete Ausblenden. Wir haben keinen Curse, ne? Nee, haben wir nicht. So, bam. Two of Diamonds, sehr schön. Einer meiner Lieblingskarten. Ich als Shop-Spieler. So. Ich nutze die natürlich so spät wie möglich, die Two of Diamonds-Karte. Scheiße, dann bin ich verloren. Schön. Ah, gut. Das war schon fast unvermeidlich, dass ich da ein bisschen Schaden nehme. Okay, hier kommen wir ohne Schaden raus wieder. Die Telepole. Okay, Shop. Jetzt kommt der Scheiß Restock, ne? Joker. Ui. Ja, den Joker rufen wir kurz mal. Schauen wir mal, ob du mir was Schönes noch geben möchtest. Ja, nehmen wir mal mit. Gut, hier bringt das uns jetzt gerade noch nicht so viel, dass wir hier unbegrenzt kaufen können. Joker. Nehmen wir Sun und dann darauf den Joker. Hier haben wir ein Secret Room.
Perfekt. Damit können wir dann ab jetzt alles millionenfach umsonst kaufen. Wir brauchen natürlich noch ein paar mehr Münzen. Und wir müssen es schaffen, bis zum Hasch zu kommen. Dann haben wir tatsächlich noch was davon, dass wir den Restock gekauft haben. Und das ist mein Ziel auch jetzt. Hallo, Mom. So. Achso, hier waren wir ja schon. Haha. Ich gucke einmal hier durch. Gibt es hier was Interessantes? Nee, gibt es nicht. Gut, raus. Jetzt müssen wir bis zum Hasch kommen. Beim Hasch können wir nochmal fleißig einkaufen. Ist doch ein Plan, ne? Okay, egal. So. Ups, das war nicht notwendig. So. Obwohl, Dagbam hol dir eben kurz hier das Hätzchen. So. Ich glaube, das Schaffeln hat uns verstärkt. Alles in allem. Ausnahmsweise war mal Experimental Treatment gut. So, ein paar Münzen haben wir schon mal gesammelt, das ist gut. Machen wir kurz den Boss. Conquest. Haben wir ein White Pony? Das brauchen wir ja nicht. Was ist das für eine Karte? Fool? Nö. Aber wir können mal hier kurz zum Joker gehen. Oh, Pandoras Box. Die ist schön, glaube ich. Jo, die ist schön hierfür. Old Bandage und Growth Hormones. Schön. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für den Hasch. Wow, ich bin jetzt richtig schnell geworden mittlerweile. Pheromones waren das, okay. Ich muss mir mal echt mal ein bisschen antrainieren, die Pillenfarben zu lernen, oder zu mir merken zu können. Aber gut, erstmal halte ich das immer für notwendig, sozusagen. War eher mäßig gut gemacht darum. Naja. Jupp. Na, kommt jetzt wieder in so einen Raum voller goldener Ton vielleicht. Mal rausspringen. So. Pathro, gut. Wupp, wupp, wupp. Jum. Dort oben haben wir noch einen Raum. Da gehe ich natürlich auch noch mal kurz rein. Komme ich natürlich nicht ran. Egal.
Hier rechts sollte das Secret Room sein. Yep. Okay, gehen wir mal hier auf durch, damit wir Zeit sparen. Ab in die nächste Ebene. Und dort sollte ich mal ein bisschen besser auf meine Lebenspunkte achten. Sonst kann ich mir den Hasch nämlich abschminken. Und allgemein die Challenge. So. Nicht so gut. Okay, danke schön, Dagbam. Du bist ein Lieber. Zweifelst du das? Okay. Ja, das war schon fast abzusehen, als ich die zweite Fistula begonnen hatte. Das war nämlich dumm. Ich sollte echt mal jetzt gucken, dass ich ein bisschen Leben bekomme. Was war das nochmal? Mom's Locket. Okay, das war scheiße. Ich dachte, die Bombe geht nicht so weit, aber die geht weit genug. So. Links oben ist noch eins. Arcade werde ich mal auseinanderspringen. In der Hoffnung auf Herzen und sowas. Ja, Münzen sind auch gut. Herz abnehme ich auch gerne mit. Auch wenn das ja erstmal kein Herz gibt, aber das kann ja im späten Nachhinein noch nützlich werden. Okay, Edliffs, du bist dann. So, bam bam. Auf runter zum Hasch. Ah, okay. Ich heile mich, wann immer ich eine Truhe öffne. Das ist, macht Mom's Locket. Gut. Oder wann immer ich Schlüssel verbrauche, ne? Ja. Wann immer ich Schlüssel verbrauche, so war das. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen aufpowern. Bam, das erstmal mitnehmen, das mitnehmen. Das. Ich nehme eine Map mit. More Options bringt mir nichts. Nehme ich lieber das hier mit. Guck, ob ich eine brauchbare Karte rauskriege. Okay, erstmal hier ohne Bomben. Bam. Gut. Machen wir noch eine Runde. Yes, Mother. Jetzt haben wir zwei Messerchen nämlich. So. Perthro haben wir und Hergalas. Hergalas benutzen wir mal hier. Okay, nichts.
Perfekt. Cancer, ui. Wie ist das mit Cancer mit? Na, es macht hier nichts viel aus fürs Knife, also von daher weg damit. Okay. Ich change hier mal. So. Was war dieser Kuchen nochmal? Ich glaube, das ändert meine Tränen andauernd. Rainbow-Effekt, ja. So, Freeze-Effekt kann ich gebrauchen. Ich nehme den Schub der Wupp auch wieder mit. So. Gut, auf zum Hasch. So, apropos, ich mache mal eine kurze Folgenpause. Wie wir von diesem Kampf schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.